Give me hellfire! Nett! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Breach Liga. Jetzt auch nochmal ein Aufnahmepart. Der Livestream kommt heute hoffentlich auch noch. Ich habe so viel zu tun. Minecraft auf dem Server und deshalb. Ja, kommen nicht so viele Parts, tut mir leid. So sieht es doch noch besser aus. Winfield ist schon cool. Also, ich mag die Art und Weise nicht so, dass man D drücken muss. Weil ich habe schon genug zu tun. Ich muss nicht immer nur noch D drücken, aber. Also, ihr seht, es macht auch fett Damage. Ich liebe es einfach. Oh ja. Ja, und deshalb machen wir mal den Riesauch. Da. Also, ich bin ja einer, der gerade ein bisschen herumschaut, aber ich glaube, das ist das perfekte Bild für mich. Es gibt nichts anderes zu sagen. Das ist einfach nur genial. Das ist schon. Nein! Zu spät. Man muss sie eben zuerst legen, natürlich. Und das geht einige Zeit. Aber spät ist es dann viel cooler, also. Ich muss diesen Bild spielen, weil ich einfach den mag. Ich habe den gar nie, also als er erschienen ist, habe ich den gar nicht gemerkt, dass es den Skill gibt. Ich habe immer nur, ja, gelesen, dass es eine Feuernova gibt, aber dass es eine Mine ist, habe ich nie so richtig gewusst. Und dann später habe ich es, glaube ich, im Let's Play von, so war die Folge, Essence League. Im Let's Play von Essence League habe ich dann plötzlich das gesehen, dass es den Skill gibt, oder? Das ist ja mega geil, hey. Einfach nur perfekt. Wir gehen jetzt hier rund, also wir sind jetzt hier durchgegangen, oder? Ich hätte Feuer live nehmen können, aber ich habe zu wenig Mana. Deshalb habe ich Mana genommen. Gehe hier durch, bis hier hin, oder? Und gehe hier auf das obere. Das untere bringt noch nicht so viel. Und dann müssen wir kurz besiegen hier. So, und dann gehe ich eigentlich direkt hier nach oben und so durch. Einfach hier hin. Der Tunnelman ist instant. Also, wenn man sie legt, explodieren sie oder was? Ich glaube, so ist das gemeint. Das brauche ich unbedingt, da muss ich nicht mehr D drücken. Aber schon cool. Also, ich habe jetzt die Items auch ohne Alt gedrückt. Gemacht, also dass ich die einfach einsammeln kann, weil sonst kann ich den Bild einfach nicht spielen. Ich kann nicht zwei Knöpfe immer wieder drücken und dann noch Heiltränke saufen. Nee, danke. Aber schaut, jeder Gegner ist One-Hit, weil die schießen dreimal. Das ist Wahnsinn. Das könnt ihr vorstellen, ich muss nur eine Mine legen und sie auslösen und alle Gegner sind down. Das ist einfach genial. Mann, ich bin wieder so erfreut. Jetzt habe ich schon wieder meine Frost, Arctic Breath, Witch vergessen sozusagen. Das waren, die besiegen die, ich muss sie schneller auslösen irgendwie. Die besiegen gleich wieder meine Minen. Ich muss die Minen irgendwie ein bisschen hochleveln oder so. Verschwindet alle zusammen. Einfach verschwinden. Sonst setze ich die ein da. Die habe ich zum Leveln genutzt. Ja. Aber eben die bekommt man jetzt erst in der Marvel Cavern. Wenn man in die Marvel Cavern reingeht. Hey, hallo. Richtige Knopf drücken, Drago. Ach, ich bin hocherfreut. Diesem Bild. Es ist wirklich noch der Anfang, aber der ist schon mega gut. Das ist wirklich erst der Anfang. Ich hätte den Skill gerade vorher geholt. Ja, Stream of Monster, natürlich. Nur wegen dem Stream of Monster. Ich wollte alle Gegner anhitten.
Warum? Fett. Es ist hier kein Problem. Nein, der Bild sagt so, ja, es ist recht easy, als Self-Found zu machen und so. Okay, habe ich den Skill mal ausprobiert und ich bin geflasht. Ich bin wirklich geflasht. Das ist Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal kurz hier einfach mal schauen. Ich weiß, wo der Abgang ist natürlich. Aber ich will nicht so schnell. Vor allem habe ich auch viel MF an. Ja, okay. Nicht so viel natürlich für einen, der handelt, aber für Self-Hand ist es gut genug. Schaut, sogar die Elite-Gegner. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin geflasht. Ich bin unter Drogen. Ich stehe unter Drogen. Weil ich das kann. Weil ich halt Drogen nehme, ohne irgendwas aufzunehmen. Ich nehme nichts ein. Ich nehme nichts ein. Ich stehe unter Drogen. Das Spiel, das habe ich eingenommen. Bin geflasht. Es ist so cool. Es ist so cool. Es ist so cool. So habe ich wieder richtig viel Spaß, machen wir den Bild einfach. Self-Hunt sowieso. Da müssen wir einfach Skills Builds machen, die einfach gehen und nicht so zum Beispiel der Reiterus Fire Ray. Marauder. Ah, und sogar mein Handy geht. Okay. Dankeschön. Ich habe keine Zeit, jetzt hau ab, blödes Handy. Zeug. Eine Erinnerung. Oh. Hab ich noch eine Erinnerung? Wieso? Wir erinnern, dass die Katzen als Essen brauchen oder was? Ja, die sind verhungert. Das geht natürlich nicht so gut, aber. Ist mir egal, ich bekomme sowieso keinen Schaden. Fickt euch! Genau so. Nicht anders erwartet. Einfach früher einsetzen, dann explodieren die auch nicht mehr. Ja, eben. Minus ist instant, muss ich holen. Minus exp. Fickt euch mit diesem Schrei. Boah, bin ich verlangsamt. Das tut Stun scheinbar schon, also das Stun ist Ding. Ich dachte, das friert nur ein, aber das Stun ja. Ist mir egal. Jetzt sieht man auch, was die Gegner machen, sonst sind sie immer zu schnell da. Tot. So richtig. Aber eben die Minen zu legen, kostet richtig viel Zeit. Da müssen wir schneller sein. Höhere Angriffsgeschwindigkeit, glaube ich, ist bei den Minen. Weiß ich jetzt gar nicht. Eigentlich muss ja Cast Speed sein. Der explodiert gar nicht. So süß. Es war hier oben. Hier oben war doch noch alles. Nix. Geht mal gar nicht. Also, ich freue mich auf den Kampf. Du Flasche. Ja, jetzt haut sie ab, die dumme Kuh. Bist du eine Flasche, hä? Boah. Sogar einen Crit habe ich noch getroffen. Oh, jetzt. One Hit tot. Nein, sie hat mehr Defensive. Du dumme Schlampe, hä? Aber Schaden mache ich doch. Nur weil sie mehr Elementar. Ja, sie hat Elementar Damage Resi. Nein! Ja, genau, jetzt haust du wieder ab. Das ist ein guter Kampf mit den Minen. Ist schwer, aber ist cool. Ha!
diese Flasche. Die hat mich wirklich fast keine Heiltränke, glaube ich, einen habe ich getrunken, weil ich einfach Angst hatte, sie würde mich töten bei diesem ja, Hagel von den Splitter, der Eissplitterhagel. So, machen wir weiter. Death has too many damned places to hide. Sogar Creed. Diese arme Affen werden tausendmal gegrillt. Cool. So, jetzt auch ein paar mehr Leben. Bald. Muss noch kurz die Gegner töten. Jetzt haben wir auch bald mehr Leben. Und... ja, ich muss eigentlich schon direkt hier hin, weil Taps können be damaged for 5 Sekunden after being thrown and placed. Sonst sterben die Fallen natürlich zu schnell. Deshalb müssen wir das zuerst holen und erst dann instant. Weil instant bringt ja nichts, wenn die Fallen schon explodieren, bevor sie instant explodieren. Dann... ja, zuerst dorthin, hä? Ist ja logisch irgendwie, also ich kenne den Bild wirklich fast nicht, ich mache ihn auch nicht so nach dem Bild. Ich werde ihn auf MF trimmen, ist mir egal ob ich sterbe. Aber auf jeden Fall ein MF Bild machen, der halt auch MF machen, legen kann. Das legen kann. Eier legt er. Die Eier legen der Wollmilchsau. Oh, jetzt explodiert. Endlich. Sterb. Explodiere! Oh, wie schön! Ich setze hier eine Falle, hier eine Falle, hier eine Falle und hier eine Falle und dann mache ich Boom Boom. Ah, die andere hat sich aufgelöst. Weil ich kann nur 6 platzieren, glaube ich, oder 7. Ja, ich glaube 7. Und dann gehen beide weg, wegen meiner Field. Das sind ja 2. Ich weiß nicht, ob man sogar 3 legen kann. Ich kenne meinen Field nicht. Vielleicht sogar mehr dann. Ich muss das mal lesen, die Skill beschreiben. Ich habe das gar nicht gelesen. Ja, 2. Also 3 sind es sogar. Deshalb verschwinden die so schnell. Stimmt. Dann müssen wir ohne Traps machen. Bisschen scherzen. Nein, nein. Eben mein Feel, 38 less Damage. Also 3 Fallen. Heißt 300% Damage. Und dann minus 38%. Ja, ist immer noch mega viel. Ist also 63, ja. 62. Okay, ich mache 62% Damage von 300. Also doch noch über 200 Damage. Ich will jetzt nicht rechnen und ich habe mega Karte heute Morgen. Also geht es nicht so gut wie es anscheinend. Aber ich habe dennoch mega Spaß. Das ist doch die Hauptsache, oder? Spaß muss man im Leben haben. Muskelkater kann man auch anders haben. Das kann man verschieben. Einfach mal wegschieben. So. Jetzt muss ich genüsslich eine Schokolade essen. Sonst habe ich einen trockenen Mund. Weil mein Mund trocknet immer aus. Das liegt einfach an meinen Krankheiten. Da muss ich immer irgendwas zwischendurch essen. Damit einfach der Geruch vom Essen da ist und nicht vom Mund. Das stinkt. Deshalb habe ich auch einen Mundgeruch. Genau wegen dem. Oh. Mm. Kaufen wir. You know what color? Oh, die ist fast 3. Color. Redner. Das sagt sie. You. I, a beast hunter. Sprechen heißt Call. Also Speak heißt sprechen, aber Call heißt rufen. Genau, rufen. Also ich bin der Rufer.
Der Beschwörer oder sowas. Also das Wichtigste ist einfach eins auf Socket Firegames am Anfang, später brauchen wir das nicht mehr. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir das auch dann haben. Ja, hier ist eine schlechte Rüstung und... Wow! Doch nett, weil ich brauche Life. Sehr gut. Aber, ja, vielleicht ein bisschen zu schwach auf Level 35. Je nachdem. Ja, die Rüstung wäre gut, aber nur wegen dem Sockel. Mit den zwei, drei Sockeln verbunden. Ja, diesen Helm möchte ich dazu dann noch tragen. Wegen MF. Ja, ich glaube, diese Waffe habe ich bei einem der Risse gefunden. Ja, aber ich kann nichts tragen, Risse. Ach, egal. Weiße Tränke tue ich eigentlich nicht aufheben, außer ich tue sie upgraden, aber... Ah, es geht halt so schlecht. Weil Spark, Ground Slam. Spark wäre nicht schlecht. Komm, wir nehmen Ball Spark. Fire Trap legen wir mal weg. Das kann ich nicht gebrauchen, das ist eine Trap. Das nützen diese Bonis halt überhaupt nicht, oder? Tja, also. Schmeißen wir ja die Sache Hello. Weg. Fort mit euch. Du schlimmen Noob-Items. Mr. Return. Der hat irgendwie mega rechtsextreme Sachen auf Lager. Der redet immer so, ja. Die Natur muss bewahrt werden. Und das ist unser Gebiet und nicht das Gebiet der Exiles und so. Also wenn das auf Deutsch ist, dann werde ich natürlich euch die Kommentare, also die Sachen alle zeigen. So wie ihr wollt, also nicht dort natürlich so viel, wie ihr nicht wollt, aber einfach mal ein bisschen Kommentare, ja, vorlesen lassen. Ist doch auch immer ein bisschen nett, oder? Aber eben, das muss zuerst auf Deutsch kommen, sonst würde ich wirklich die anrufen und sagen, hey, ich bin Let's Player und brauche das Game auf Deutsch, jetzt mach das Game auf Deutsch, sonst kommst du auf die Fresse über. So richtig. Na, ihr klein Häschen. Ich mach die Häschen nicht mehr. Mach nicht mehr. Mimi! Mimi! Die sind endlich auch mal wieder da. Ich liebte sie früher immer. Ich hasste sie abgrundtief. So richtig abgrundtief hasste ich sie. Weil ich habe immer, ja, Glass Cannon Charakter gespielt. Und dann bin ich immer One-Hit gewesen. Mein Vater gibt mir einfach alles. Er will nicht mehr viel essen, oder? Er ist dick. Und gibt mir einfach alles. Immer alles. Mimi! Nein, das sind irgendwie... Was sind das? Ich sag's einfach Häschen zu ihnen, aber... Das sind andere. Ich weiß es gar nicht, so Ratten, glaube ich, oder so. Einfach mal reingehen, auch Schaden kassieren. Aber so richtig abgehen. Da, nein! Ihr Dummen, ihr habt mich abgebremst. Ich hab auf die Gegner geklickt. Frechheit. Einfach eine absolute Frechheit. Aber wenigstens ein Ash. Bald komme ich dann die großen Splitter rüber. Die Orb. Ne, sind keine Orbs. Sind irgendwelche. Seelensteine oder so. Wenn ich 100 habe, aber dafür müssen wir einfach ein bisschen vorwärts machen. Da mache ich auch Parts mit Fraps, dass ich zwischendurch natürlich auch hochladen kann. Ist ja klar, meine Leute, oder? Ist ja klar.
Aber ich finde, jetzt wird eigentlich nicht mehr so viel geschaut. Also Livestreams werden geschaut jetzt. Früher waren immer die Videos, die geschaut wurden, oder? Aber ihr merkt langsam, dass die Livestreams halt von mir auch sehr gute Qualität sind, oder? Ich biete immer hohe Qualität. Ja, so viel wie ich kann. Ich bin ja ein Bettler, also. Ich bin wahrscheinlich der ärmste Let's Player, den es gibt. Weil ich habe ja Krankheiten, ich habe extrem viel ausgegeben für Sport und für ja, andere Sachen und dann noch fürs Gaming alles ausgeben. Ich muss immer viel ausgeben momentan, nur das ist schon ein bisschen hart für mich. Ja, eventuell mache ich jetzt ein bisschen einen weniger langen Part. Es tut mir leid, aber wenn die Parts sowieso nicht ganz geschaut werden, habe ich immer so das Gefühl, ich muss lieber ein bisschen mehr livestreamen und so Sachen. Es ist einfach wieder ein bisschen mehr Charakter, also auch ja, Spielerbindung gibt bei Path of Exile, weil ja, ich streame momentan eher Minecraft, weil es natürlich dort viel mehr Bindung gibt. Die Spieler wollen es auch schauen, oder? Gebratene Hähnchen. XXL. Schlangenkügelchen. Oh, wie schön. Deshalb hat sich's gelohnt, hier durchzugehen. Ich wollte schauen, ob es ein Essence. Ding gibt es. Oder so etwas. Aber das ist ja nur so kurz. Oha. Das macht sicher weh bei diesen Gegnern, die werden instant gebraten. Es ist Wahnsinn! Wie das abgeht später. Also ich glaube, es ist T15 möglich. Locker. Naja, es ist locker T15 möglich, also. Dann werde ich ganz schön spielen. Wird halt nicht so defensiv sein wie der Trader stellen, aber die machen immer alles auf mega fette Defense, also als würden sie keine Heiltränke einsetzen dürfen. Das ist Wahnsinn. Also ist einfach Wahnsinn. Explodieren lassen. Nicht. Ha, genau richtig. Haha, ihr wollt gleich explodieren. Könnt es nicht. Nein, 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 nein! Mehr, meine Katzen! Meine Katzen müssen jammern. Tschüss. Tschüss, tschüss. Danke für die Blumen. Aber könnt ihr vorstellen, wir machen später auch noch die Aurenstärke und so Sachen. Also es wird extremst werden. Hallo! Meine Schwester die ganze Zeit. Hallo, Jenny! Schnorre! Was habe ich für ein Problem? Ich habe doch gar kein Problem. Was meint meine Schwester eigentlich? Ständig dieses zurück miauen. Meine Katzen tun extrem oft miauen, weil sie einfach Spaß haben und Vögel schauen und so. Ganze Zeit jammern. Immer jammern. Thank you. Thank you für diese schönen Blumen. Ich burne alle Blumen weg. Die Blumen sind die Gegner und ich bin der Burner. Stirbt doch einfach ohne explodieren. Burning fire. This world is on the fire.
Feuer frei! Dun, 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 dun. Feuer frei! Return. Halt die Fresse. Du Schnapsdrossel. Voll rechtsextremer Psychopath. So. Ich bin immer Metal und werde auch immer Metal sein. Ich werde nicht links- oder rechtsextrem sein, ich werde immer sein. Bleiben. Weil ich unterstütze beide Fraktionen, aber Rechtsextreme mag ich langsam immer wie weniger, also schon immer weniger. Aber trotzdem will ich auch ein bisschen rechts für mein Land sein, oder? Weil ein Land braucht einfach rechts, auch wenn die Ausländer natürlich alle ins Land müssen. Man muss das Land halt auch ein bisschen schützen, oder? Aber so extrem rechts bin ich nicht. Also, ich würde eher jemandem sagen, komm nicht bitte in unser Land, es ist für dein besseres Wohl. Wenn du trotzdem kommst, bekommst du auf die Fresse. Nein, eben das nicht. Habe ich meinen. Es ist so, mehr muss man gar nicht machen fürs Land. Weil das Wichtigste ist einfach, dass man, ja, das Land schützen kann, weil sonst kommen tausende Leute und wollen natürlich in unser Land spazieren und alles Mögliche. Weiß Deutschland schon ein bisschen zu offensiv, also nehmen zu viele Leute an. Aber hey, wenn es den Leuten schlecht geht, in Land gehen und wieso nicht in die Schweiz? Also die Schweiz ist jetzt schon extremst von Ausländern besucht. Aber trotzdem, wir würden in der Schweiz wahrscheinlich immer wie mehr Leute reintun. Boah, der hat fast meine Minen gekillt. Ja, der ist stärker natürlich. Haha, er ist noch gestorben. Ah, hallo. Ich habe gar keinen Schaden bekommen, weil ich so wenig Schaden mache mit dem Stab. So genial. Writer's Fire, mega blöd. Level up. Hey, das ist so cool. Also jetzt muss ich ab den Part beenden. Hä? Ich werde natürlich noch ein bisschen weiter. Am nächsten Part oder im Livestream sind wir dann ein bisschen weiter. Aber, ja. Macht mega Spaß. Jetzt machen wir das Level noch kurz. Machen wir den Schrein noch, hä? Aha, hä? Verarschen, hä? Geht's noch? Jetzt nimm ihn, ja! Verreckt alle. So, mehr muss ich nicht holen hier. Ja, es ist also schon weg. Aber war cool. War ein cooler Part. Ich werde natürlich das holen, dann dort hochgehen, aber ich will nicht da zu viel. Ich werde livestream heute, das ist klar. Sonst bin ich dann schon zu weit wieder und dann habt ihr wieder ein klaffendes Loch. Aha, ein Brutal-Schrein hätte ich noch nehmen sollen. Habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. So kann ich mich gar nicht alles anschauen. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part oder Livestream. Hä? Tschüss.